absolut verrücktester Tag oder verrücktester Rennen in meinem Leben, garantiert. Also teilweise wusste ich wirklich nicht, ob ich es durchstehe. Und ich war nahezu eigentlich da beim Paddleboard einfach mal zu winken und zu sagen, okay, ich muss da raus. Ja, ich bin froh, habe ich es nicht gemacht. Ich habe ehrlich gesagt an Jan Frodeno gedacht, und vom letzten Jahr, er war ein Champion und hat das Rennen durchgezogen, egal was passiert. Und ich habe gedacht, okay, ich muss auch, mein Ziel war einfach, das Rennen durchzustehen, ehrlich gesagt. Und